Könnte gut sein. Das könnte gut sein. So. Ich sag jetzt schon seit fast einer Stunde, wir wollen die Hauptquest weitermachen, aber wir wollen uns ja auch mal die ganzen Städte und so angucken. Und Rathai hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Gut, dann kam noch so ein bisschen der Kerker auf. der Kerkeraufenthalt kam ein bisschen dazwischen, mit dem ich eigentlich so nicht gerechnet hatte. Aber den Vorschlag hatte ich auch schon mal gemacht. Ja, von der Serena kam der Vorschlag auch schon mal. Fido soll weiter streamen, hat sie auch schon mal geschrieben. Wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Banditen überfielen mich in Scarlets. Und warum bist du zurückgegangen? Wen außer Halsabschneidern und Strauchdieben hast du erwartet? Ich wollte meine Eltern begraben. Oh, verstehe. Dein Vater kämpfte wie ein Löwe. Mein Beileid. Er hat mein Leben gerettet. Nicht nur deins. Er war ein guter Mann. Und du hast recht getan, ihn zu begraben. Aber das habe ich nicht. Ich konnte ihn weder retten noch beerdigen. Was hättest du in Scarlets schon tun können? Hättest du gekämpft, wärt ihr jetzt beide tot. Er hat sein Leben für dich gegeben, Heinrich. Also mach lieber was draus. Stimmt. Was genau tust du hier eigentlich? Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rathai. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Was ist mit ihm los? Wie geht er denn die Treppen runter? Jetzt geht er auf einmal ganz normal. Die Treppen davor ging nicht. Man musste immer heftig bei nicken, um die Treppen runterzukommen. Anders funktioniert das nicht. Ah, das mit dem Taschendiebstahl werden wir aber auch irgendwann nochmal ausprobieren. Aber irgendwie... Das kitzelt schon so ein bisschen in den Fingerspitzen, ne? Wenn man die ganzen Truhen da sieht und so... Ich weiß, es ist nicht richtig, aber irgendwie kitzelt es einen ja schon in den Fingerspitzen, ne? Bei so einem Spiel. Vor allem, wenn man sowas macht, wird man ja auch noch belohnt. Man erreicht höhere Stufen. Apropos Stufe, können wir mal wieder was leveln? Können wir tatsächlich bei Fertigkeiten. Können wir nicht? Was bedeutet der Stern? Doch hier, bei Schlösser knacken. Warum kaufen, wenn man stehlen kann? Ja, weil es nicht richtig ist. Ne, einfach deswegen. Deine Dietriche sind stabiler und halten deswegen doppelt so lange. Ist auch schon nice. Nachdem du erfolgreich ein Schloss geknackt hast, besteht eine Chance von 20%, dass du bruchgegangene Dietriche wieder in deinem Inventar landen. Ja, dann würden wir aber erstmal das hier machen. Weil hier sind safe doppelt so lange haltbar und hier nur zu 20%, dass die zerbrochenen Dietriche wieder... Also 20% ist jetzt nicht so hoch, ne? Ich glaube, wir machen erstmal das hier. Und wir haben sogar noch mehr, was wir leveln können. Oder? Nee, es ist weg. Okay, der hier bleibt... Ah, okay. Der bleibt also immer da. Wir müssen... Wir müssen darauf achten, ob hier dann irgendwo Dingensbummen stehen. Müdigkeit, Gesundheit ist 100, Energie nur 37, genau. Das ist nicht so gut. Wir sollten auch mal demnächst schlafen. Nach deinem Aufenthalt im Kerker bist du unterernährt und generell geschwächt. Deine Stärke, Agilität und Vitalität... Ja, seht ihr hier, alles rot. Sind verringert. Je länger du im Kerker warst, so höher sind die Malusse. Es dauert halt sehr, sehr lange, ne? Es dauert super, super lang, bis die Buffs weg sind. Wir sollten so lange unten, ne, der Kreis mit dem Kerker-Symbol immer noch da ist, keine Gefechte oder Konfrontation anfangen oder sowas. Aber wir müssen... So, Herr Ratzig. Aber wo ist Herr Ratzig? Ja, privaten Bereich. Herr Ratzig? Hä? Hier? Ja, ist okay. Herr Ratzig! Was zum... Ja, dann lass mich doch durch und hör auf zu meckern. Oh, wie kommen wir zu Herr Ratzig? Ach, wir müssen doch hier lang. Okay, ich verstehe. Entschuldigung. Gut, machst du das? So, Wer ist da? Antworte! Die Tür ist zu. Du kannst gar nicht wissen, dass ich da bin.
Nein, wir wollen nicht stehlen. Hä? Wir haben irgendwie... Hä? Irgendwie... Okay, wir müssen ja nach... Okay. Auf der Suche nach Herr Ratzig. Knacken sehr schwer. Wo ist er denn? Er muss ja hier oben anscheinend irgendwo sein. Hä? Achso, ist er hier drin? Ah, okay. Viel zu leicht. Kommt auch eine Hand aus dem Klo raus? Da kam eine Hand aus dem Klo raus? Ist mir gar nicht aufgefallen. Was, wirklich? Dero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Ratei genug Platz und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden, aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund gingen die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeih. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter, sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Ratei. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch! Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren.
Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht, Herr. Wir werden niemanden enttäuschen. Niemanden. Hoffe ich zumindest. So, das Erwachen abgeschlossen. Ohne Fleiß kein Preis. So, wofür müssen wir denn dafür jetzt hin? Okay, außerhalb der Stadt. Wir können jetzt einmal kurz schauen. Das hier. Dass wir einmal ganz kurz schauen, wie leicht es ist. Begib dich auf den Übungsplatz und sprich mit. Okay. Wie leicht es ist, diesen. Was sollten wir nochmal daher besorgen? Die Besitzurkunde aus dem Rathaus von Ratai zu stehlen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, dass. Ich eigentlich ein bisschen weiter. Überfressen? Du hast so viel gegessen? Du wirst zwar eine Zeit lang keinen Hunger bekommen, bist dafür aber schwerfälliger und behäbig, bis du alles verdaut hast. Lull. Das Spiel, okay, krass. Ich weiß, ich wollte mich ein bisschen mehr davon distanzieren, von dem Klauen und Stehlen und sowas, aber. Ich keine Ahnung, das Spiel, ich habe irgendwie das Gefühl,
das Spiel, das es geht halt darum, auch um irgendwie ein bisschen stehlen und klauen und Dieb sein und Gauner und so. Und es bleibt halt nichts anderes übrig, als manchmal ein bisschen zu klauen. Das hier ist kein Rathaus. Haben wir überhaupt eine Waffe? Wir haben keine Waffe. Wir müssen mal irgendwo... Irgendwo mal schauen, woher wir eine Waffe bekommen. Wir müssen doch zum Rathaus. Da, Stiel aus dem Rathaus. Wie kommen wir denn jetzt in das... Ich kann nicht näher ranzoomen. Das hier ist auf jeden Fall noch nicht das richtige Haus. Wo ist das Rathaus? Wir müssen zu dem blauen Schild mit dem A, aber das ist ja eigentlich hier. Okay, wir gehen mal außen rum und schauen mal. Irgendwo hier muss es ja noch ein Schloss knacken, das ist schon wieder schlecht. Ah, vielleicht geht es hier hoch zum Rathaus. Na, Schloss knacken. Das ist doch alles scheiße. Ist doch alles kacke. Ich will eigentlich nur zum Rathaus. Ich will wissen, wo das Rathaus ist. Oh, hier kommen wir nicht lang. Können wir hier rüberklettern? Das geht nicht her. Wächter, hilf uns mal bitte hier rüber. So eine Scheiße. Tja. Ja, wenn wir hier reingehen, der will irgendwie, ich weiß nicht. Ist das Handwerker? Guten Tag. Neue Stufe rein, Redekunst. Und wir haben zwar gar nichts gemacht, aber ist okay. Oh ja, ey, wir können. Aber alter Schwede, ist das teuer. Hat halt super Werte, ne? Aber alter, ist das teuer. 1000, Junge. Uiuiuiuiui. Ja, wir müssen dafür nochmal ein paar Quests machen, dass wir Mal ein bisschen mehr Geld bekommen, ne? Hier dürften wir eigentlich gar nicht rein. Entschuldigung. Wo ist denn dieses Rathaus? Seid ihr bescheuert? Moment. Hier kann man noch rauf. Kommt man hier zum Rathaus? Ja, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Oder? Ah, das ist er. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch ist hier die Besitzurkunde? Ja, ich glaube fast. Okay, hier sind wir richtig. Ja, hier sind wir richtig. Gott sei mit dir. Wir müssen ihn irgendwie wegkriegen. Er kann mir das Lesen beibringen? Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. Mächtiger als das Schwert. Hast du schon mal Uromyst gespielt? Nee. Meister Vogt. Was ist das für ein Spiel? Irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Wie kriegen wir den da weg? Ich glaube, er hat die Besitzurkunde. Alles Gute. Ist das ein Taschendieb, die Besitzurkunde? Das ist auch so ein Mittelalter-Spiel für den PC, das ist aber schon übel alt und gab damals für Windows XP. Okay, nee, kenne ich aber nicht. Aus dem Rathaus von Rathai. Aber wir können natürlich die Urkunde nicht stehlen, solange der Vogt da sitzt, ne? Ja. Und hierfür müssten wir wieder das Schloss knacken. Oder ist das hier irgendwie dabei? Aber selbst wenn, er sieht es ja. Er würde es ja sehen. Hörst du die Kirche glockt? Möchtest du nicht zum Gottesdienst? Nee, Moment mal. Das A zeigt noch irgendwo anders hin, oder? Wir sind hier noch gar nicht richtig. Müssten wir dafür... Bekommt ihr das mit, wenn wir das Schloss hier knacken? Dieses Schloss ist zu kompliziert.
Es kann halt auch sein, dass die Besitzurkunde hier ist. Das war 2003 von Ubisoft, okay. Also kann, also könnte vielleicht auch sein, dass wir das jetzt noch gar nicht machen können, die Quest. Ich weiß es aber nicht genau. Wir können mal kurz gucken, ob wir hier reinkommen. Ja, aber... Das hier ist definitiv verkehrt. Oder? Da schläft jemand. Oder kommen wir von hier irgendwie dahin? Oh! Scheiße, der hat uns... Scheiße. Ja, hier ist niemand. Hier ist einfach... Hier ist niemand. Nein, nein. Hier ist keiner. Nein, hier ist irgendwo die Besitzurkunde. Wir hätten schleichen sollen, damit er nicht wach wird. So ein Scheiß, ey. Genau, es ist niemand hier. Richtig. Geh wieder schlafen. Schloss knacken. Nee. Wir müssen eigentlich diese Besitzurkunde... irgendwo bei anderem Papierkram finden können, ohne dass wir ein Schloss knacken müssten. Eigentlich. Ich glaube schon. Wir sollten schleichen. Wir sind hier im richtigen Bereich. Das zeigt ja, dass das A jetzt umkreist ist, ne? Oh, da ist sie. Wir haben sie. Und hat sich echt wieder schlafen gelegt. Bring Müller Peschek die Besitzerkunde, das machen wir. Oh, nice, das hat funktioniert. Und dann können wir nämlich auch uns direkt mal schlafen legen, wenn wir wieder beim Peschek sind. Nice. Oh. Wollte nicht pfeifen. Ey, nice. Jetzt nehmen wir die Schnellreise. Dann müssen wir eh hier oben hin. Ja, cool. Das hat geklappt. Von hier aus kannst du nicht schnell reisen. Warum nicht? Warum können wir von hier nicht schnell reisen? Aber selbstverständlich können wir von hier schnell reisen. Geht doch. Bam, 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 badabam. So, ja, wir sollten uns dann gleich echt mal schlafen legen. Und essen können wir hier auch noch genug. So, Peschek, wir haben die Besitzurkunde. Das hat jetzt mal gut funktioniert. Wie, kann ich was fragen? Wie ist der Herr hier so? Herr Hanusch? Er behandelt seine Leute gut, aber er ist ein Raubein. So wie die Dinge laufen, wird's mich nicht wundern, wenn er und seine Männer ein paar Ärsche versohlen. Wie ist Herr Hans Kappon so? Ach, ein verwöhnter Stenz. Hanusch muss versuchen, ihm etwas Vernunft einzubläuen. Andernfalls graut's mir davor, was aus Rattay wird, wenn er herrscht. Kennst du Herrn Bernhard? Den Hauptmann Ratheis? Griesgrämig, aber gerecht, würde ich sagen. Okay. Dann haben wir die Urkunde. Ich habe die Urkunde für dich. Haha, gute Arbeit. Hier hast du ein paar Groschen für deine... Ja. Wie viel haben wir jetzt bekommen? 175, ist okay. Hast du noch weitere Arbeit? Ich bin wieder mal auf Arbeitssuche. Dann bist du hier richtig. Aber wenn ich dir sag, was ich vorhab... Überlegst du es dir vielleicht... Ja komm, erzähl schon. Stehlen. Soll ich den König befreien? Herrn Divischs bestes Pferd stehlen? Sag schon. Weißt du was? Du liegst gleich gar nicht so weit daneben. Herr Hanusch hat da so ein wunderbar mit Gold verziertes Buch. Nicht, dass es lesen könnte. Es war ein Geschenk, aber viel kann er ja nicht damit anfangen. Ich hab da eine bessere Idee. Sag nicht, du kannst lesen. Ha, als ob ich meine Zeit mit sowas verplempern würde. Aber ich habe einen Käufer. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, wird ihn ein mit Gold verziertes Buch ordentlich was kosten. Bestimmt zahlst du gut für das Buch.
Aber wo bekomme ich es her? Hab ich dich jemals enttäuscht? Keine Bange, Heinrich. Diesmal bekommst du noch mehr, wegen dem höheren Risiko. Den eigenen Lehnsherrn zu beklauen, wenn sie dich erwischen. Wir kennen uns nicht, klar? Das Buch ist in den Gemächern von Herrn Hanusch. Es wird nicht leicht sein, dort reinzukommen, aber ich habe größtes Vertrauen in dich. Viel Glück. Okay. Mach's gut. Aber die Besitzurkunde erkennt er. Ja, haben wir auch gefragt. Er kann nicht lesen. Parteiturnier. Er kann nicht lesen. Hä? Aber die Besitzurkunde, die kann er gebrauchen, oder was? Ja. Macht irgendwie keinen Sinn, ne? Warum hat der... Na, Bursche? Warum hast du noch ein Ausrufezeichen? Turnierwette eingehen? Was? Jetzt. Ich hätte Interesse, fürs Turnier zu wetten. Aber sicher doch. Auf was kann ich setzen? Halten wir es einfach. Hm? Du kannst darauf setzen, dass du das Turnier gewinnst. Sofern du denkst, dass du das schaffst. Nicht jeder hat das Zeug dazu. Falls du verlierst, ist dein Einsatz weg. Aber falls du gewinnst, bekommst du das Doppelte zurück. Zusätzlich zum Preisgeld von Herrn Hanusch. Eine redliche Sache, oder? Was meinst du? Ich will erstmal nicht wetten. Mir ist nicht danach. Weil wir haben nicht viel Geld und ich habe keine Ahnung, was das für ein Turnier ist. Lebe wohl. Wie der funktioniert, was man da machen muss, wie es geht, wie schwer das ist. Ich habe keine Ahnung. Wir machen das erstmal ohne diese Wette. Jetzt bin ich aber eben nochmal ganz kurz, bevor wir dann... Achso, wir wollten nochmal schlafen gehen, ne? Ja, wir müssen nochmal schlafen. Aber ich will eben ganz kurz meinen Katzen was zu essen geben. Einen Augenblick. Dauert.